Ja, und dann kommen wir zum ersten Videochen meiner Gefahren im Wald Kurzwissen-Reihe. Und zwar legen wir los mit der Zecke. Die Zecke ist in Deutschland meistens der gemeine Holzbock, heißt so, ist auch durchaus gemein, kommt vor bis circa 800 bis 1000 Meter Höhe, sprich also fast überall, es sei denn, man wohnt auf einem wirklich hohen Berg und wohnt gerne in irgendwelchen höheren Pflanzen, Vegetationsschichten. Ne? Sprich durch jede höhere Schicht Pflanzen, wie zum Beispiel dieses Gestrüpp da. Ne, wenn man da durchläuft, könnte man in dem Moment auch schon Zecken haben. Gilt nicht bei Temperaturen unterhalb, signifikant unterhalb von 10 Grad, die schon länger unter 10 Grad sind. Und nicht, jetzt ist mal eben kurz von 11 auf 10 Grad gefallen. In dem Moment sind sämtliche Zecken weg. Das ist Quatsch, ne? Aber so grob, wenn es durchschnittlich über 10 Grad eine Weile schon wärmer ist, dann beginnt die Zeit, wo die Zecken potenziell aktiv werden könnten und unterhalb von 1000 Metern, also sprich überall und immer, wenn nicht gerade Winter oder schon relativ kalter Herbst oder noch kaltes Frühjahr, dann ist mit Zecken zu rechnen und wann immer man durch so eine hohe Vegetationsschicht durchläuft, dann hat man die wahrscheinlich irgendwo an sich dran kleben. Was macht man danach, nachdem man da durchgelaufen ist? Guckt man mal, streift sich die Hose ab, streift sich vielleicht auch noch das Hemd ab, guckt sich vielleicht noch mal ein bisschen unters Hemd, ja, so insbesondere im Bauchbereich, Hosenfalte, die da entsprechend eine Speckfalte entsprechend auffaltet. Bei den meisten von uns, ist halt, wir sind super, super schlank. Gerade in solchen Falten hocken die gern drin. Da einfach mal schnell nachschauen. So viel zum einfachen Prophylaxenzeug. So, dann, warum sind so Zecken wichtig bzw. gefährlich? Naja, weil die übertragen Krankheiten. Zwei Stück, einmal Borreliose, also noch mehr, aber diese anderen sind auch relativ unwichtig. Borreliose und Frühsommer Meningoenzephalitis, heißt das so? Irgendwie so ähnlich jedenfalls, FSME. FSME kann man relativ schnell abhaken, kann man sich gegen impfen lassen. Wenn man das nicht tut und man kriegt es trotzdem, das ist relativ unwahrscheinlich, dann hat man unter Umständen ein Riesenproblem, weil das Zeug ist scheiße zu behandeln. Wenn man sich allerdings vorher impfen lässt, dann kriegt man es gar nicht. Ich würde also das Impfen empfehlen, wenn man durchschnittlich 3 bis 4 Zecken pro Jahr oder mehr hat. So, Impfgegner dürfen jetzt gerne schreien. Trotzdem würde ich es auf jeden Fall, ich bin dagegen geimpft und würde es auch jedem raten, der eben länger im Wald sich aufhält und häufiger halt mal einen Zeckenbiss eben entsprechend hat. So, dann Borreliose ist ganz interessant, weil das Erste, was wir wissen müssen, es hängt davon ab, wie groß die Zecke ist. Zecken haben 3 Entwicklungsstadien. Larve, Nymphe, adultes Tier, also Erwachsenes. Larve, so ganz kleine Mini-Mini-Zecken, die mit bloßem Auge schwer zu erkennen sind. 10% Wahrscheinlichkeit, dass die Borrelien enthalten. Nymphe, diese normalen Standardzecken, ich habe meistens Nymphen, die sind schon mit bloßem Auge ganz gut zu sehen, sind aber noch ziemlich klein, insbesondere wenn sie sich noch nicht vollgesogen haben. 20% Wahrscheinlichkeit und das adulte Tier so 35-60% Wahrscheinlichkeit, dass da Borrelien drin hocken. Das sind aber so richtig große Zecken, die sieht man gut, die kann man auch auf der Kleidung relativ gut erkennen. Wichtig, die Larven haben noch 6 Beine, die anderen haben dann jeweils schon 8. Nymphen haben 8 und die adulten Tiere auch 8. So kann man die dann auch so ein bisschen unterscheiden. Aber die Adulten sind wirklich sehr, 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 sehr groß. So, dass jetzt in der Zecke Borrelien drin sind, heißt noch lange nicht, dass wir uns infizieren, wenn die Zecke uns sticht. Das bedeutet lediglich erstmal, dass das Risiko natürlich ansteigt. Das wirkliche Risiko an Borreliose zu erkranken, nachdem man von einer Zecke gestochen wurde, liegt zwischen 0,3 und 1,6%. Hängt davon ab, A, wo wurde man gestochen, wie ist da die jeweilige Durchseuchungsrate der Zecken. In Baden-Württemberg und Bayern ist zum Beispiel ziemlich hoch, im Norden tendenziell eher etwas niedriger. Im Gebirge auch meistens dann eher etwas niedriger, wenn man so an den Rand des Verbreitungsgebiets der Zecke kommt. Also sprich, hier bei uns in Baden-Württemberg wird die Wahrscheinlichkeit eher so bei 1,6 liegen, in Hamburg eher bei 0,3. So ganz, ganz, ganz grob. Und ob es jetzt wirklich Hamburg ist, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber wir bleiben ja grob, ist ja ein Kurzwissen. Außerdem sehr, sehr, sehr abhängig das Infektionsrisiko von der Zeit, die die Zecke saugen durfte. Durfte die Zecke unter 6 Stunden saugen, dann ist das Infektionsrisiko nahezu nicht vorhanden. Ab 6 Stunden steigt es quasi kontinuierlich in 0,1 Schritten so mehr oder weniger an. Kann man mal ganz grob so festhalten.
bei Zecken, die länger als 24 Stunden bzw. sogar 48 Stunden gesaugt haben, haben die sämtliche Bakterien, die sie dabei hatten, auch in unseren Blutkreislauf injiziert. Da ist das Infektionsrisiko also entsprechend hoch. Man sollte die also wichtig, so schnell wie möglich entfernen. Und da ist es scheißegal, ob meine Zeckenschlingekarte, Messer, Vorschlaghammer, Finger oder sonst was nimmt, um die Zecke zu entfernen. Hauptsache, man tut es sofort. Es ist noch nicht nachweisbar, dass irgendwelche Methoden, eine Zecke zu entfernen, in irgendeiner Form irgendeinen Effekt aufs Infektionsrisiko haben. Man hat es untersucht, man kann aber nichts finden, dass das in irgendeiner Form wichtig wäre. Auch das berühmte nicht auf den Hinterleib drücken, damit der Inhalt der Zecke nicht in die Wunde gequetscht wird, selbst das hat keinerlei Effekt. Kann man nicht nachweisen, dass das in irgendeiner Form das Infektionsrisiko beeinflussen würde. Deshalb bin ich persönlich der Meinung, Zecke einfach mit der Hand rausziehen, fertig, aus. Noch Möglichkeit mit spitzen Fingernägeln, damit man wirklich vermeidet, den Hinterleib allzu sehr zu quetschen. Hat man irgendein Taschenmesser mit Pinzette, dann nimmt man die Pinzette aus dem Taschenmesser und zieht sie damit raus. Also diese übliche Victorinox-Pinzette, in jedem Victorinox-Messer vorhanden. Super Tool. Wer möchte, kann natürlich auch spezielles Zeckenentfernungsmaterial mitnehmen, scheißegal. Auf jeden Fall wichtig ist, nicht drehen, nicht einmal im Uhrzeigersinn drehen, ist Blödsinn. Kein Öl, kein sonst was draufkippen, kein Klebstoff oder sonst wie, das reizt nur die Zecke und dann erbricht sie sich wirklich in die Wunde und dann steigt das Infektionsrisiko wirklich. Nicht aber beim hinten auf den Hinterleib drücken, zumindest nicht nachweisbar. Deswegen einfach irgendwie rausziehen, scheißegal, Hauptsache das Ding ist weg. Wichtig, man kann die auch abschneiden mit einem Messer zum Beispiel, mit einer Rasierklinge oder sonst was. Dann bleibt ein Stückchen vom Beißapparat in der Haut stecken. Das ist scheißegal. Davon geht nicht die Infektion aus. Diese geht von dem Zeug aus, was im Hinterleib der Zecke schlummert, im Magen der Zecke quasi rumliegt. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass sich das ein bisschen entzündet. Dann juckt es eine Weile. Vielleicht juckt es auch 2 Wochen, aber danach hat sich es auch wieder erledigt. Das ist also vollkommen harmlos. Das kann man ruhig so machen, wenn man irgendwie sich nicht traut, das Ding irgendwie sonst wie anders rauszuziehen. Da gibt es ja Leute, die da irgendwelche Schwierigkeiten diesbezüglich haben. Aber wichtig, sofort rausziehen. Nicht erst ins Krankenhaus fahren, das sind 2, 3, 4, 5 Stunden, je nachdem wie lange man da warten muss, zusätzliches Infektionsrisiko. Wäre das Dämlichste, was man machen kann, wegen einem scheiß Zeckenstich ins Krankenhaus zu gehen. Wirklich sein lassen. Einfach raus damit, mit dem, was gerade da ist. Nicht erst nach Hause gehen, sofort rausziehen, sobald man das Ding entdeckt. Nach jedem Besuch in hoher Vegetation einmal kurz abklopfen, einmal schnell absuchen. Nach jedem Waldbesuch längerer Art einfach mal daheim eine Runde duschen gehen und ganz ausführlich alles absuchen. Zecken sitzen besonders gerne in Hautfalten, sprich wer entsprechend speckig ist, um Hautfalten zu besitzen. Da hocken sie gerne drin. Gerne im Genitalbereich, gerne auch am Hintern. Gerne in Achselhöhlen, Kniebeugen auch, je nachdem, wenn man zum Beispiel jetzt eine ganze Weile im Schneidersitz rumgesessen ist, dann bildet sich da ja auch ein feuchtes Mikroklima in der Kniebeuge. Überall da, wo ein feuchtes Mikroklima am Körper vorhanden ist, da hockt sich gerne eine Zecke hin, da saugt sie sich gern fest, da fühlt sie sich wohl. Insbesondere, wenn es dann auch so enge Stellen sind, weil sie das Gefühl hat, dass sie an der Stelle dann möglichst schlecht entfernt werden kann oder durch Zufall abgestreift werden kann oder sonst irgendwie. Ne? Selten am Rücken, tendenziell eher selten an den Beinen, selten an den Füßen, gerne da, wo die Haut besonders gut durchblutet ist, womit wir wieder durchaus auch im Genitalbereich wären, auch gerne am Hals, gerne auch an haarigen Körperregionen da auch sehr gerne anzutreffen, weil halt eben auch Versteckmöglichkeiten und die Wahrscheinlichkeit, da eben gefunden zu werden, für die Zecke relativ gering ist. Ja. Und das ist es im Wesentlichen auch gewesen, was man zur Zecke in aller Kürze wissen muss. Große Panik muss man vor den Dingern meiner Meinung nach nicht haben. Bei besonders feucht, warmem Wetter sind mehr Zecken anzutreffen als bei trockener Kälte. Dann gibt es irgendwann gar keine mehr natürlich. Und bei trockener Hitze sind auch relativ wenig Zecken unterwegs. Die hocken auch gerne mal einfach so am Boden rum. Dass sie sich aber bei einem Festsaugen passiert im Regelfall wirklich nur dann, wenn man irgendwo durchs hohe Gras oder Ähnliches durchgelaufen ist. Das ist so der Hauptfaktor, bei dem man besonders vorsichtig sein muss. Ja, und das war es jetzt aber wirklich. Macht's gut, bis zum nächsten Gefahr-Video.